Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in einer pluralen und vielstimmigen Gesellschaft, und darüber bin ich sehr froh. Denn für uns Demokratinnen und Demokraten sind unterschiedliche Werte, unterschiedliche Interessen nicht nur was Alltägliches, sondern was Positives. Ja, für uns ist klar, Vielfalt und Pluralität sind wesentliche Grundlagen unserer Demokratie. Aber gerade weil wir diese Vielfalt so schätzen, darum ist ein kluger und auch ein vernünftiger Umgang mit ihr so wichtig. Und darum brauchen wir auch handlungsfähige demokratische Institutionen. Wir brauchen handlungsfähige Kreistage, Stadträte und auch sonstige kommunale Gremien. Vielfalt darf eben nicht identisch sein mit Zersplitterung, Gleichgültigkeit oder gar Fragmentierung. Sie darf Politik eben nicht handlungsunfähig machen. Wenn wir heute eine Änderung des Wahlrechts diskutieren, dann wollen wir nämlich genau diese Vorkommnisse angehen. Und dafür haben wir in diesem Parlament, Gott sei Dank, einen großen Konsens. Aber nicht alle wollen diesem Konsens folgen. Sie sagen, wir würden diese Vielfalt mit dem Vorschlag einschränken. Und ich sage Ihnen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen, dass eine plurale Wirklichkeit in den Kommunen nicht bloß präsent ist, sondern auch politisch handlungsfähig und wirksam wird und damit erst zur Geltung kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus meiner Sicht ist es eine Verwechslung, die bloß numerische Vielfalt mit einer handlungsfähigen demokratischen Institution zu verwechseln. Und ob da nun viele bunte Farben im Rat unterwegs sind, unverbunden und unverbindlich, sie stehen eben nicht für einen echten und streitbaren Dialog, der die Gesellschaft wirklich voranbringt. Ein Dialog, der die Argumente, die auszutauschen sind, aufzeigt und die Fakten, die zu diskutieren sind, offenlegt. Bei den Menschen, die sich tatsächlich auch ein eigenes Bild über den besten Weg machen möchten, wo Politik nicht simuliert wird und wo der Wählerwille, liebe Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich repräsentativ in den Gremien abgebildet wird. Und ich sage das nicht mit erhobenen Zeigefinger. Wir Grünen haben in den 80er Jahren einen langen Weg der Selbstfindung, der Klärung von Prozessen gemacht. Wir hatten eine bunte Vielfalt und wir sind jetzt, das nehme ich für uns in Anspruch, haben diese Prozesse geklärt, haben für programmatische Klarheit und eben auch für Handlungsfähigkeit in unserer Partei gesorgt. Und ich möchte Ihnen auch noch mal sagen, was der Kollege Nettelstroth hier angesprochen hat, weil das immer so abgetan wird, das Bild eines Kommunalpolitikers. Und ich habe das auch in den Ausschussberatungen schon mal gesagt. Es ist nicht jedem zuzumuten, morgens um 5 Uhr aufzustehen, dann eine Schicht als Altenpfleger zu fahren, mittags die Vorbesprechung im Rat zu machen, nachmittags die Kinder von der Kita abzuholen, um dann wieder in die Fraktionssitzung zurückzukehren und bis in die Nacht Ratssitzung zu machen. Das ist kein normales, menschenwürdiges Bild von Kommunalpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie einen solchen Tagesablauf sehen, dann muss man sich nicht wundern, wenn Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die jung oder in der Aufstiegsphase sind, dieses kommunale Ehrenamt für unattraktiv halten. Und deswegen müssen wir dagegen steuern, weil es um die Menschen geht, die das Rückgrat, der Kollege Körfges hat es gesagt, die bilden das Rückgrat unserer kommunalen Demokratie. Und darum geht es heute bei der Verfassungsänderung, die wir Ihnen vorschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da komme ich zu einem weiteren Aspekt, der eben auch schon mal angesprochen ist. Wir haben faktisch ein Zweiklassensystem oder Zweiklassensituation in den Stadträten. Da gibt es diejenigen Einzelvertreterinnen und Einzelvertreter, die sich dann in Fraktionen zusammenschließen, in technischen Fraktionen. Aber die politische Basis, das, was repräsentiert werden soll, wird eben nicht abgebildet. Unsere Ratspolitik wird dann wieder nur simuliert. Und ich will auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Demokratiepolitik, die rein numerisch auf Vielfalt guckt, steht übrigens auch in einem ganz praktischen Gegensatz zur direktdemokratischen Auseinandersetzung. Denn direktdemokratische Elemente in der Gemeindeordnung, und wir haben da, glaube ich, eine Menge für getan, führen gerade nicht zu mehr Zerstückelung, sondern zu einer Zuspitzung von Fragestellungen, zu politischer Entscheidbarkeit und dann eben auch zu einer massiven Mobilisierung von Bürgerinnen und Bürgern, die zu diesen Abstimmungen hingehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zerstückelung in den Räten erschwert hingegen Mehrheitsbildung. In den meisten Räten, und das ist eben auch mehrfach gesagt worden, ist die Große Koalition die, wie ich finde, unschöne Kopie dessen, des unschönen Spiels, was sich gerade in Berlin abspielt. Es führt nicht zu mehr Demokratie, wenn viele Einzelvertreter da sind, sondern zu weniger Demokratie und zu weniger Transparenz in den Räten und Kreistagen. Und wir haben ein anderes Ratsmodell, als es beispielsweise in Baden-Württemberg der Fall ist. Unsere Räte haben umfassende Entscheidungsmöglichkeiten. Ich will nicht zuletzt auf das Recht der Allzuständigkeit hinweisen. Wir haben umfangreiche Zuständigkeiten und relativ geringe Dotierung. Wenn unsere Räte handlungsunfähig werden, dann schadet das den NRW-Kommunen unmittelbar und sehr nachhaltig. Und ich will auf einen weiteren Aspekt hinweisen, was Folge von schwierigen Mehrheitsbildungen ist. Die Verwaltung und auch die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden weiter handeln. Sie werden weiter Satzungen erlassen, werden Entscheidungen treffen. Und die gewählten Ratsvertreterinnen und Ratsvertreter und sonstigen Gremienvertreterinnen gucken sich das dann an, können keine Entscheidung mehr treffen. Das ist nicht unser Demokratiemodell. Wir wollen, dass diejenigen, die konkret gewählt worden sind, auch die Politik in den Räten und Gemeinderäten dieses Landes auch entscheiden. Und ich will noch mal auf die 2,5% zurückkommen. Professor Bogumil hat eben diese Ausarbeitung gemacht. Er kommt zu 2,8%. Deswegen macht auch dieser moderate Vorschlag deutlich, dass wir sehr genau uns angeguckt haben, an welcher Schwelle wir den Eingriff betreiben und dass diese 2,5% deutlich moderater ist als das, was uns von den Sachverständigen auch vorgeschlagen worden ist. Wir machen diesen Vorschlag, weil wir glauben, Vielfalt sollte nicht mit Fragmentierung verwechselt werden. Er soll der Zersplitterung entgegenwirken und die Kommunalpolitik soll tatsächlich wieder handlungsfähig gemacht werden. Wir wollen mit dem heutigen Vorschlag dafür sorgen, dass gute und transparente Politik in gut funktionierenden und demokratischen Institutionen es wieder gibt. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sorgt für mehr Zusammenhalt und deswegen machen wir diesen Vorschlag und ich bitte um eine breite Unterstützung, damit die Verfassung heute und mit dritter Lesung morgen geändert werden kann. Und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die FDP hat